Ich begrüße Sie sehr herzlich bei Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht ein Eisenbahnfotograf. Er heißt Burkhard Wollny. Er geht diesem Hobby schon seit knapp 30 Jahren nach. Aber ganz spezielle Erfahrungen hat er in der DDR gemacht. Da wurde er nämlich bei seinem Hobby beobachtet durch die Stasi. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie nicht für möglich gehalten wird. Im Sommerurlaub 1975, der wie so häufig in Berlin stattfand. Berlin, interessante Stadt, auch damals. Und abends in einer Kneipe mit 5 Freunden zusammen kam ich auf die Idee, das zu ändern. Mein Hobby zu ändern, nachdem der Dampflokbetrieb in Westdeutschland rapide zu Ende ging. Da musste irgendein neues Feld gefunden werden. Das war also die DDR. Von immer die meisten Züge noch damals, 75, Berlin-Dresden mit dieser Baureihe 01. Schnellzugdampflokomotiven waren im Südwesten Deutschlands, der Heimat Burkhard Wollnys, schon lange nicht mehr gesehen. Doch hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang kamen Eisenbahnfans noch voll auf ihre Kosten. Die Freundin in Berlin, die hatte alle ihren Wohnsitz dort und konnten mit sogenannten Tagesanreisen in die DDR einreisen, zu beliebigen Zielen. Und das geht aber nur oder ging nur mit einem ersten Wohnsitz in Berlin. Sie hatten einen behelfsmäßigen Personalausweis. Er war das Gegenstück zum bundesdeutschen Personalausweis. Berlin stand damals unter der Hoheit der alliierten Siegermächte und hatte damit einen Sonderstatus. Laut Vereinbarung zwischen der Regierung der DDR und dem Senat von Berlin war mit diesem Dokument eine erleichterte Einreise in die DDR möglich. In diesem Haus in der Berliner Hektorstraße hatten Wollny und seine Freunde ihren Erstwohnsitz. Sie waren dort aber eher selten anzutreffen. Insgesamt 6 Eisenbahnfreaks umfasste die Gruppe damals. Ein Foto, das alle zeigt, gibt es leider nicht. Unter dem Decknamen Fotograf sollten sie die Staatssicherheit der DDR für mehrere Jahre in Atem halten. Burkhard Wollny, hier in der Mitte, kommt dabei die Hauptrolle zu. Er reiste gemeinsam mit seinem Freund Stefan Franz am häufigsten in die DDR ein. Auch Franz wohnt im Südwesten und war vom DDR-Dampf gleich fasziniert. Das Eisenbahnhobby hat mich eigentlich schon immer interessiert, schon von Kindheit an. Und nun ergab sich durch verschiedene Umstände, dass ich in die DDR einreisen konnte, als Westberliner. Und dadurch hatten wir, verschiedene andere Kollegen und ich, die große Möglichkeit, die Dampfbahn in den letzten Zügen zu erleben. Von den 6 Dampfenthusiasten kamen 3 aus Süddeutschland. Einer von ihnen griff, wenn es die Zeit zuließ, auch schon mal zur Super-8-Kamera. Dieter Schlipf. Das war jetzt also eine der zahlreichen Touren in Saalfeld, die wir von über den Grenzübergang Hirschberg gemacht haben. Der Bahnhof Saalfeld war oftmals immer der erste Anlaufpunkt bei solchen Touren. Zum sehen, wie das Wetter ist oder was los ist. Saalfeld war damals noch ein Zentrum vom Dampfbetrieb. Hier sehen wir jetzt die Baureihe 95, die da dann unterwegs war, noch von Saalfeld nach Sonneberg. 1975 konnten die Dampfliebhaber noch unbehelligt von der Staatssicherheit ihrem Hobby nachgehen und Fotos schießen. Am 31. Dezember 1975 habe ich wie bei einer Aktiengesellschaft Bilanz gezogen. Wie ich hier lese, fiel hier bei uns in Baden-Württemberg der Dampfbetrieb aus. Dann kann ich weiterlesen. Jedoch ab August kam dann die Wende für mich. DDR, ab sofort Fahrten in diese dampfreiche Landschaft möglich. Dies ermöglicht wieder Vollbeschäftigung. Stasi-Zentrale in der Normannenstraße. Auch hier war nun für Vollbeschäftigung gesorgt. Allein über Wollny wurden in 5 Jahren 1230 Seiten geschrieben. Viele Akten der anderen Fotografen sind bis heute noch nicht eingesehen. Ein Lehrfilm der Stasi macht auf die Bedeutung der Spitzelarbeit aufmerksam. Jeder IM-führende Mitarbeiter muss sich stets bewusst sein, dass nur durch die ständige Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des IM-Netzes
und somit jedes einzelnen IM, das MFS in der Lage ist, seine wichtigste Waffe im Kampf gegen den Feind erfolgreich einzusetzen. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. 300 mm. Burkhard Wollny auf Spurensuche. Im thüringischen Groß-Eutersdorf war nicht die Staatssicherheit hinter ihm her, sondern eine pflichtbewusste DDR-Bürgerin. Herr Wollny, in diesem Bahnübergang gab es eine besondere Begebenheit. Was ist denn hier passiert? Ja, wir waren schon mal hier im April 1976. Da fotografierten wir genau hier einen Güterzug mit einer Dampflokomotive. Und hier war früher ein Schankwärterposten. Und diese alte Dame dort, die hat geschrien, fotografieren verboten. Und hat uns da beinahe vertrieben. Was viele nicht wussten, Wollny handelte völlig legal. Seit 1973 ist das Fotografieren an Bahnanlagen erlaubt. In einem Schreiben der Stasi heißt es: Auf Bahnanlagen, die dem Publikumsverkehr zugänglich sind, wie Personenbahnhöfe, Bahnübergänge und so weiter, darf ohne Genehmigung fotografiert werden. Eine Sondergenehmigung für einen bestimmten Kreis von WB-Bürgern gibt es nicht. Man wurde immer beobachtet in der DDR, wenn man schon irgendwo untätig an einer Ecke stand oder mit Gruppen zusammen, mit Fotos. Das war alles vollkommen ungewöhnlich drüben. Drüben gab es ja nur Werktätige irgendwie in gewissem Sinne. Und da fotografierten wir im April 76 bei Hohenleipisch auf einer Wiese. Da kam so ein Wartburg daher und das war schon komisch. Da fuhr nicht normal vorbei, sondern verharrte hier langsam fahren, die guckten raus und guckten und fuhren dann weiter. Und irgendwie war das ein komisches Gefühl. Ich hatte das Gefühl, die verpetzen einem vielleicht. So war es dann auch, wie man hinterher erfuhr. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. Wachsam war auch Parteigenosse Wohmann, mit dessen Hilfe diese Skizze gefertigt wurde. Sie zeigt den Fotopunkt in Hohenleipisch, wo Wollny und zwei seiner Freunde im April 76 fotografierten. Der Bericht? Eine Person stand mit Blickrichtung Bahnübergang Panzerstraße. Diese Person war etwa 1,80 groß, etwa 38 bis 40 Jahre, hatte dunkles, welliges Haar und trug einen dunklen Anzug. Noch hatten sich die Hobbyfotografen nicht schuldig gemacht, wie ein Bericht der Stasi zeigt. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Personen feindliche Handlungen gegen die DDR unternehmen. Das Motiv der Einreise, Fotografieren alter und moderner Eisenbahnen, erscheint glaubwürdig. Das beweist auch Wollnys Fototagebuch. 1976 stand ganz im Zeichen des Dampfbetriebes in der DDR, hier insbesondere die preußische G12 als Hauptziel. Im Herbst fiel das aus, da das Wetter schlecht war. Gegen Jahresende noch einige Abschlussfahrten. Insgesamt 49 Mal eingereist in die DDR in diesem Jahr. Und habe in diesem Jahr 899 Mal die Baureihe G12 fotografiert. Auch das Jahr 1977 stand ganz im Zeichen des Dampfes. Und die Organe der DDR verstärkten ihre Aktivitäten. Ein Bericht der Hauptabteilung 19 der Staatssicherheit vom Sommer 77 erklärt, warum das Eisenbahnhobby für die DDR so gefährlich ist. Es kann als gesichert angesehen werden, dass der US-Geheimdienst das Modelleisenbahnhobby missbraucht. 1973 wurde ein Agent des US-Geheimdienstes inhaftiert. Sein Kontakt war als Hobbyverbindung abgedeckt worden. Vor diesem Hintergrund wurde eine operative Personenkontrolle gegenüber Burkhard Wollny im Juni 77 eingeleitet. Wollny ist hinreichend verdächtig, zielgerichtet Aufklärungshandlungen an militärischen und reichsbahntechnischen Objekten begangen zu haben, indem er als sogenannter Hobby-Eisenbahner in die DDR einreiste. Zum Staatsfeind erklärt, sollte sich nun ein informeller Mitarbeiter mit dem Decknamen Kleinbahn um Wollny kümmern. Jeder dieser Soldaten kämpft am Frontabschnitt allein. Und doch lernt jeder Einzelne
Namen im Buch des Ruhms werden die Namen sein. All der Mutigen, die wir nicht heute noch nicht nennen. Wachsam sein, immer zu wachsam sein. Während die Mühlen der Staatssicherheit anfingen zu mahlen, widmeten sich die bundesdeutschen Eisenbahnfotografen weiterhin ihrem Hobby. Diesmal an der Reihe die 95er. Verdächtig waren die Fotofreunde auch durch die Vielzahl und die Professionalität ihrer Ausrüstung, für die sich die Stasi natürlich interessierte. In einer Einschätzung von verwendeten Fotoapparaten und Zubehör vom 28. Oktober 77 sind die Fotoapparate und Kameras akribisch genau festgehalten. Kein Wunder, dass die Stasi bei dieser Hightech-Ausrüstung Verdacht schöpfen musste. Manche der Kameras kannte dort noch niemand. Im ersten Halbjahr 77 reiste allein Wolny 40 Mal in die DDR ein. Daraus schließt die Stasi: Es ist immer davon auszugehen, dass wir es bei diesem Personenkreis mit Spionen zu tun haben. Das Hobby steht als echte Legende. Schlussfolgernd daraus ergibt sich vermutlich die aktive Reisetätigkeit. Bei einer weiteren Reise entstand im März 78 in Blechhammer, Thüringer Wald, dieses Foto. 1. Der Zug sieht heute anders aus. Auch damals setzten Wolny und Franz ihre aktive Reisetätigkeit fort. Dass sie sich dabei einer unmittelbaren Gefahr aussetzten, war ihnen durchaus bewusst. Ja, man hätte uns von der Bildfläche ziehen können und dann verhören können. Vielleicht sogar hätte man einen Grund gefunden, uns einzustecken. Und wer hätte denn gewusst, wo wir waren? Wir waren ja eigentlich überall. Wenn wir eine Einreise nach Saalfeld geplant hatten, konnten wir genauso gut in Erfurt auftauchen. Also es hätte eigentlich niemand gewusst im Endeffekt, wo wir waren. Wir waren halt nicht mehr da dann. Ja gut, aber das Hobby verzeiht eigentlich alles. Mit diesem Enthusiasmus muss man da dran gehen oder man muss es lassen. Ich habe bei jeder größeren Exkursion, also wenn es mehrere Tage waren, im Vornherein eine Verhaftung einkalkuliert. Bei allen Ostblockreisen. Das war in Rumänien, das war in Jugoslawien, das war in Polen, das war in allen Ostblockländern so. Inklusive eben DDR. Um im Ostblock weniger aufzufallen, bediente sich Dieter Schlipf eines besonderen Tricks. Also ich habe das Fahrrad im Wagen mit dabei gehabt, weil mit dem Fahrrad selber einreisen war ja sowieso nicht möglich. Habe das Auto abgestellt, das Fahrrad dann ausgeladen, um damit Fotoexkursion zu machen und nicht aufzufallen mit dem Auto. Das Auto ist ja immer als Westdeutsches gleich sichtbar gewesen. Jetzt kommt Halle. Das ist auf der Merseburger Überlandstrecke, wo dann der Stasi voll zugeschlagen hat. Ich habe da also das Fahrrad aus dem Auto ausgeladen, das Auto in einer Seitenstraße scheinbar unbemerkt abgestellt. Und ich war dann unterwegs, habe dort die Straßenbahn fotografiert, die Merseburger Überlandbahn. Und nach einigen Stunden, wo ich dann zurückgekommen bin, bin ich also mit dem vom Stasi mit offenen Armen empfangen worden. Aus vier Richtungen sind sie auf mich zugekommen und haben mir gleich mal als erstes den Pass abgenommen. Und fragt, was ich da mache, warum und wieso. Und 10-mal die gleiche Frage. Und also ein Verhör, wie man es nicht anders vorstellen kann. Richtige Gehirnwäsche. Aufgrund der Ereignisse in Halle reiste Dieter Schlipf nicht mehr in die DDR ein. Für die Fotografen aus dem Westen interessierten sich nun auch höhere Stasi-Kreise. Der Stellvertreter von Stasi-Chef Mielke, Generalmajor Rudi Mittig, setzte sich höchstpersönlich am 8.3.78 für die weitere forcierte Observation der OPK-Fotograf ein. Aus dem Aktenvermerk: Es ist daher nach wie vor davon auszugehen, dass es sich bei diesen Personen um sogenannte Reisespione handeln kann, die ihre häufigen Einreisen in die DDR mit der Legende des Modellbahn- oder Eisenbahnhobbys genial abdecken können. Die Bezeichnung Reisespione stellt dabei eine neue Qualität der Verdächtigungen dar.
Auf Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung waren unsere Reisespione angewiesen. Man konnte bei ihnen übernachten. Durch eine persönliche Einladung war die Einreise einfacher, die Grenzabfertigung ging flotter. Stefan Franz hatte so einen Bekannten in Neuhaus, wo er öfter schlief. Wir wollten ja Eisenbahn fotografieren, das war die Prämisse. Und dann suchten wir natürlich Möglichkeiten, um längere Zeit im Thüringer Wald oder in der Gesamt-DDR bleiben zu können. Und dann hatten wir Kontakte von Personal auf den Dampfloks damals, auf den 95ern. Und man kam so ins Gespräch und man sagte, ja, wir können euch ja mal einladen zu zwei Personen. Wir können also euch Quartier geben. Und das hat dann auch mit einem Lokführer namens Walter funktioniert. Und wir sind also mehrmals im Winter und mehrmals im Sommer hat er uns eingeladen. Und wir haben bei ihm gewohnt und haben wunderschön im Thüringer Wald Schüsse von der Dampflok der 95er gemacht. Was Wollny und Franz damals nicht wussten? Der Lokführer gab Informationen über die beiden an die Stasi weiter. Heute besuchen sie ihren ehemaligen Freund. Wegen des Persönlichkeitsschutzes haben wir sein Bild verfremdet. Den Dialog übernehmen die Sprecher. Wir hatten ja damals ein recht gutes Verhältnis und da kriege ich also die Post. Und die ist gezeichnet mit deinem anonymen Namen. Dann habe ich keinen. Mein Name ist Walter. Seid ihr vielleicht mal beobachtet worden? Freilich sind wir beobachtet worden. Die haben doch alles beobachtet. Ich weiß davon nichts. Du hießt anscheinend Hermann Otto. Nee, da weiß ich nichts davon. Ich meine, es könnte ja sein, dass da irgendjemand davon wusste, dass wir hier fotografieren, was nicht ganz normal ist. Und hat der Staatssicherheit einen Bericht geschrieben, nicht? Dass das jemand beobachtet hat. Die haben freilich gefragt, wer war denn das? Ach, die waren dann auch bei euch? Ja, die haben uns angehalten und gefragt, aber dass ich Hermann Otto war, ich weiß nicht. Er sagt ja was nicht. Kann man ihm das beweisen, dass er das war? Das kann man ihm nicht beweisen, sicherlich nicht. Denn die Akte spricht von einem Hermann Otto, aber ob er Hermann Otto war oder ist oder überhaupt von dem Namen weiß, ich möchte es dahingestellt sein lassen. In der Tat ist die Sache nicht so einfach. In einem Schreiben der Gaukbehörde an Burkhard Wollny vom 1. März 1999 wird I.M. Hermann Otto zwar eindeutig als Walter identifiziert, ob Walter aber tatsächlich davon wusste, bleibt unklar. Denn DDR-Bürger wurden öfter von der Stasi ausgehorcht, gaben damit unfreiwillig Informationen weiter. Bei einer Sonderfahrt im Mai 78 gab dagegen I.M. Kleinbahn freiwillig Informationen weiter. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. 7.56 Uhr fährt der Zug planmäßig von Berlin-Lichtenberg ab. Während der Fahrt versuchte Objekt 4 von den Teilnehmern unter anderem auch von den Beobachtern Aufnahmen zu machen. Beim Fotohalt verlassen alle vier Objekte den Zug und fotografieren. Hier wird festgestellt, dass die Objekte sich gegenseitig absichern. Sie zeigen nicht nur für den Sonderzug Interesse, sondern auch für die Umwelt und die Teilnehmer. Burkhard Wollny interessierte sich tatsächlich für seine Umwelt. Hier Fotos, die Teilnehmer der Sonderfahrt zeigen. Ob sich hier ein ehemaliger Stasi-Spitzel wiedererkennt? Wir lassen nun die Staatssicherheit wieder zu Wort kommen. Nach dem Essen geht Objekt 7, gemeint ist Burkhard Wollny, wieder voraus und wartet auf dem Bahnsteig auf die anderen Objekte. Sie fotografieren sehr wenig, beobachten abseits stehend die Umwelt und die Teilnehmer. Die Stasi dagegen fotografierte umso eifriger. Mehr als 8 Stasi-Fotos gibt es von Wollny. Geschossen mit modernster Fototechnik. Burkhard Wollny hier links im Bild, Hermann Kuhm als Objekt 4 und ein weiterer Mitstreiter. Auf diesem Foto der Staatssicherheit sind Wollny und Kuhm mit einem Kreuz gekennzeichnet. Weiter im Stasi-Text. Nach dem Umspannen in Ferchline-Witz sitzen die Objekte in Fahrtrichtung rechts.
Objekt 7, also Wolny, machte von allen unterwegs gesehenen Dampflok schriftliche Aufzeichnungen, in Klammern, in ein DIN A5-Heft. Da kann man sehen, der Stasi entging nichts. Übrigens, den Hobby-Eisenbahnern fiel bereits während der Sonderfahrt die starke Präsenz der Stasi auf. Einige Fahrgäste verhielten sich für ein Sonderfahrtpublikum sehr auffällig. Sie fotografierten nicht die Lok, sondern die Menschen. Der Bericht schließt mit der aussagekräftigen Bemerkung: Während der gesamten Fahrten wurde nicht festgestellt, dass eines der Objekte einen neuen Film eingelegt hat. Aus den gewonnenen Erkenntnissen folgerte die Staatssicherheit in einem Beschluss, dass Wolny und seine Freunde kein sichtbares Interesse für das angegebene Hobby Eisenbahn haben und durch eine Vielgestaltigkeit von Einreisen die wahren Ziel- und Anlaufpunkte in der DDR stark verschleiern. Knapp 100 Ortschaften in der DDR besuchten die Eisenbahnfreunde. Laut Stasi benutzten sie dabei rund 30 verschiedene Autos. Im Dezember 78 wurde die Stasi in Dresden noch einmal aktiv. Dabei bekam Wolny den Decknamen Wolf. Und aus Stefan Franz wurde Affe. Bahnhof Dresden-Neustadt. Sofort verließen beide Personen das Fahrzeug und begaben sich langsamen Schrittes durch den Eingang an der Post ins Bahnhofsgebäude. Affe ging zu dem sich im Bahnhof befindlichen Zeitungskiosk und betrachtete flüchtig die Auslage. Ohne weitere Handlungen zu tätigen, begaben sich beide Personen anschließend zum Ausgang an der Post. Wolf interessierte sich in dem an der Telefonzelle ausliegenden Telefonbuch für die Seiten 78-79 links unten, in Klammern Reichsbahninstitutionen und Modelleisenbahnverband. Gegen 12.10 Uhr bestiegen Wolf und Affe den PKW und fuhren über Friedrich-Wolf-Straße, O-Buchwitz-Straße, Dr. Rudolf-Friedrich-Brücke, Schießgasse. In Höhe des Ringcafés parkten sie und liefen zum Fotogeschäft Ila fort, welches sie 12.30 Uhr betraten. Jetzt war es damals so, wir hatten hier eine Stadtrundfahrt gemacht und dann war klar, dass wir hier in dieses Geschäft wie üblich reingingen. Ich habe später in der Straßeakte entdeckt, dass man mich fotografiert hat, wie ich das Geschäft verließ. Man hat sogar genau aufgezählt, was für Fotopapier ich gekauft habe. Man war offenbar im Geschäft und hat mich dort beobachtet, in allen Einzelheiten. Wolny hatte seine Beschatter die ganze Zeit über bemerkt. Aufgrund dieser Bespitzelung wurde ihm die DDR zu heiß. Er reiste nicht mehr ein. Als ich diese Akte las, die Kopien der Akte, die ich bei der GOG-Behörde bestellt hatte, irgendwie gab es auch Freunde, die meinten, das ist ja Wahnsinn, der Inhalt. Was habe ich noch nie gesehen und gehört und gelesen. Das muss man irgendwie mal bringen. Da dachte ich mir, ja, was meint er da? Ein Buch vielleicht? Ne? Und dann merkte ich, dass ich auch Protokolle hatte und die Fotos zu der Akte. Das hat also alles gepasst und sich zusammengefügt. Und dann habe ich über ein halbes Jahr an der Geschichte gearbeitet und dann ist das Buch da entstanden. Für Burkhard Wolny ist das Buch aber noch nicht geschlossen. Bisher konnten nicht alle Akten der operativen Personenkontrolle Fotograf eingesehen werden. Auch sind noch nicht alle informellen Mitarbeiter enttarnt. Eine Tatsache, die Wolny nicht loslässt. Als nächstes hat er sich den bereits erwähnten I.M. Kleinbahn vorgenommen, der am 31. Januar 1979 von der Abteilung 19 in Potsdam aufgefordert wird, aufgrund seiner Tätigkeit im Redaktionsbeirat mit uns interessierenden Personen in persönlichen brieflichen Kontakt zu treten. I.M. Kleinbahn gehorcht und schreibt am 14.04.79 einen Brief an das in Düsseldorf erscheinende Eisenbahnmagazin, um mit Dieter Schlipf in Verbindung zu kommen.
Darin hebt I.M. Kleinbahn seine Stellung als Mitglied des Redaktionsbeirates der DDR-Fachzeitschrift Modelleisenbahner hervor und wünscht die Adresse eines Fotoautoren. Gemeint ist hier Dieter Schlipf. Wir beobachten nun Wolny bei einem Telefonat mit dem unterzeichnenden Wolf. Wegen des Persönlichkeitsschutzes wird natürlich der Name des Betroffenen unkenntlich gemacht. Außerdem erhält er eine neue Stimme. Wolny, Stuttgart. Guten Tag, Herr. Guten Tag, Herr Wolny. Glaubt, Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich hoffe doch. Ja, 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 ja. Haben Sie damals auch mal Kontakte gehabt mit der Staatssicherheit? Nein. Nie? Nein. Sie interessieren sich ja, glaube ich, für Kleinbahnen. Ja, Schmalspurbahn. Ja, auch. Ja, aber Schmalspurbahn würde ich mal mehr definieren. Wo hatten Sie denn studiert? In Gotha. Gotha. Ja. Da gab es nämlich, wie ich las, einen sogenannten Redaktionsbeirat früher. Ja, ja. Was hat denn der für eine Funktion gehabt? Ja, das war die wissenschaftliche Beratung? Ja, so ungefähr. Ja, wissenschaftlich ist übertrieben, aber fachlich. Fachlich, ja. Ja. Aha. Weil ich habe jetzt, mir da zu sehen ist in dem Buch, da gab es auch irgendeinen I.M. Kleinbahn, der war da wohl auch irgendwo bei Modelleisenbahner beschäftigt. Und der musste auch, wie gesagt, sagen wir mal, seine Informationen über die Fotografen, die aus dem Westen kamen, musste er dann wohl weiterleiten an die Stadtsicherheit. Mhm. Da gibt es einen umfangreichen Schriftverkehr. Und der hat in Gotha studiert, dieser I.M. Da stellt sich dann die Frage, da müssten Sie ja eigentlich vielleicht irgendeinen kennen, der, sagen wir mal, 1976, 77, 78 da tätig war. Wo das völlig ja, wer hatte. Das war, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Also beim besten Willen nicht. Also ich hätte keine Hemmung, das jetzt auch zu sagen, wenn ich da reingerutscht wäre. Würde ich Ihnen sagen, Herr Wolny, war aber wirklich nicht. Kennen Sie denn den Herrn eigentlich? Schon alter S-Bahn-Freund aus Zwickau da unten? Nee. Wiesenburg, Sachsen? Nee. Nicht? Ja. Es ist ganz deutlich, dass der Herr I.M. war und das in dem Telefonat vorhin verschwiegen hat. Sagt zu mir auf Anfrage, er kennt keinen Herrn und er war aber in den 70er Jahren öfters bei Herrn und ich habe mich deutlich ausgedrückt. Es stimmt etwas nicht hier. Ist I.M. Ein Bericht vom Februar 1980. Da Dampflokomotiven aller Baureihen weitestgehend fotografisch erfasst sind, erweisen sich weitere Nachforschungen auf unserem Territorium als nicht mehr notwendig. Die Gruppe soll zersetzt werden. Für Wolny hat es sich gelohnt. Über 10.000 Fotos hat er geschossen. Allerdings wäre er bei der Lektüre seiner Akte fast vom Stuhl gefallen.